Moin Moin Kinders und willkommen zu Let's Play Jurassic Park 2. The Chaos Continues. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Oh, es hat Sound. So, wir sind leider nur One-Player. Das macht aber gar nichts. Ich wollte eigentlich erst Jurassic Park 1 für den Super Nintendo durchspielen, aber ich habe das ein paar Minuten einfach mal so angetestet und das war einfach so kacke, dass ich mir gesagt habe, ne, das auf gar keinen Fall, das machen wir nicht. Nun habe ich aber auch gehört, dass dieses Spiel auch ziemlich scheiße sein soll, deswegen. Yeah! Raptorangriff, T-Rex-Gehege, Blockade, Hurb-Terror, Suche und Vernichte. Huh. Search and Destroy. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Raptorangriff an. Tiere der Gattung Raptor greifen deine Zentrale an. In Anbetracht der großen Anzahl der, diese Schrift ist absolut ekelhaft zum Lesen, der im Gebäude befindlichen Tiere, würde es zu lange dauern, sie einzeln zu töten. Vergasen? Oh mein Gott. Kann man sowieso zeigen? Vergrasen ist die einzig realistische Lösung. Finde das. Oh Gott, ich komme immer noch nicht darauf klar. Was ist das für ein Spiel? Finde das Sicherheitssystem des Gebäudes. Aktiviere das Gas und begib dich nach draußen, bevor das Gas auch auf dich wirkt. Machen wir das doch mal. Boah, das ist aber schon grenzwertig, ey. So, wie war das noch? Damit schießt man, B springt man und damit mache ich diesen Move. Was auch immer das sein soll. Oh! Das Problem ist, sie sind auch leider ziemlich schnell. Sie erinnern mich so ein bisschen an Contra, muss ich sagen. Ah, okay. Am besten nicht feuer einfach. Wie es aussieht, habe ich auch relativ unbegrenzte Ammo. Wow! Wahrscheinlich sollte ich da nicht gegenspringen, ne? Wow! Der hat mich jetzt überrascht. War jetzt noch so ein Nupsi. Ich finde, man kann das immer alles ziemlich schlecht erkennen. Ey, die sind auch viel zu schnell. Das ist doch. Wow! Nee, ich will. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich. Was ist das denn? Ist das König Raptor oder was? Ja, super. Jetzt bin ich gleich down, ne? Das war anscheinend echt König Raptor. Der war nämlich ein bisschen anders gefärbt als die anderen. Ja, Jurassic Park, was soll ich dazu sagen? Meiner Meinung nach. Okay, da kann ich wieder hoch. Okay. Meiner Meinung nach. Leck mich doch. Ein absolut geiler Film. Ich fand den zweiten und den dritten Jurassic Park auch nicht so scheiße, muss ich jetzt. Oh. Oh. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugestehen. Natürlich kommt nichts an den ersten ran, aber. Ich finde, die kann man sich auch mal ansehen. Also so ein Jurassic Park Abend finde ich ist durchaus drin. Ey. Aua! Ja, nicht, dass dieser kleine Pisser mich jetzt tötet. Fetzige Musik, by the way. Ich bin gleich tot, ne? Ach du Kacke! Wo kam der denn jetzt her? Ja, geil. Zeit für Auftrag abgelaufen. Weiter. Nein. Könnt mich mal hier Arschgesichter. Das ist ja mal richtig kacke gelaufen. Gut. Nächstes T-Rex-Gehege. Vielleicht war ich auch noch zu scheiße. Ich meine, wahrscheinlich war ich einfach zu scheiße, aber. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch für jemanden, der ein bisschen mehr Skill hat, nicht allzu einfach sein sollte. So, egal, T-Rex-Gehege. Es gibt Berichte, wonach Biosyn das Gehege zerstört hat, in dem sich der T-Rex befindet. Der T-Rex ist der gefährlichste Dinosaurier des Parks und tötet alles, was sich ihm in den Weg stellt. Stoppe ihn, bevor er zu viel Schaden anrichtet. Auftrag annehmen. Ja. Ja, das machen wir doch gern. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Kontext steht dieses Spiel jetzt zum. Oh. Nee. So leicht lassen wir uns diesmal nicht ködern hier. What the fuck? Er macht einfach immer so einen Dreifachsprung. Arschgesicht. Ich dachte, er würde irgendwann aufhören zu springen. Ich hätte mal eine Chance, hier irgendwie einen Move zu machen.
Oh ne, das ist schon wieder so ein super Dino. Vor allem, ist das nicht eine T-Rex-Mission? Warum ist das hier alles voll mit Raptoren? Warum sieht dieser Level genauso aus wie der, in dem ich vorhin war? Wahrscheinlich sind es immer die gleichen Level, nur mit verschiedenen... Obwohl, das ist jetzt anders. Ja, spring in das Loch da. Oh. Okay. Super, mein scheiß Hurensohn-Nachbar bohrt schon wieder. So wie er es den ganzen Tag schon gemacht hatte. Ich frage mich, warum solche... Ich frage mich, warum Menschen wirklich ihr ganzes Leben an der Bohrmaschine hängen. Das ist doch einfach nicht normal. Na gut. Das war nur ein kurzer Aussetzer. Aber vorhin auch. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen früher aufnehmen, aber ich konnte nicht. Weil dieser Bastard einfach die ganze Zeit am Bohren und Hämmern war. Das war jetzt ganz schön uncool. Ah, ist wahrscheinlich schon tot. Sag mal, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie kacke ist das? Warum hängen die denn einfach irgendwo da hinten rum? Jetzt hängt er hier rum, oder was? Ach, leck mich doch, Bam, 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 bam. Ups. Kack, was, jetzt habe ich die nochmal gestartet. Na gut, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Dann probieren wir es halt nochmal. Muss man eigentlich voll so Bleifänger machen. Oh, das ist wieder Super Raptor. Hä? Oder auch nicht? Nee, Super Raptor kommt jetzt, glaube ich, ne? Ja, das ist Super Raptor. Es gibt bestimmt einen schlauen Weg, diesen Hurensohn zu besiegen, aber ich wüsste echt nicht wie. Du kleine Scheißratte. Ja, spring in deinen Tod. So, den machen wir so fertig. Okay, chillige Musik. Oh, jetzt wird auch noch gehämmert. Was für ein Wichser. Mit sowas lebt man in einem Haus. Unglaublich, der Typ. Ja, schon wieder am gleichen Kack gestorben. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist ja einfach mal das behindertste Scheißspiel, das ich hier in meinem Leben gespielt habe. Oh mein Gott. Ich hasse es. Weiter, nein. Ja, mal gucken, ob die Missionen alle so scheiße sind. Ich meine, es muss doch eine Mission geben, die vielleicht wenigstens eine Blockade. Die wenigstens ein bisschen Fun macht. Auf der anderen Seite der Insel hat eine Biosyn-Sondereinheit eine deiner unterirdischen Einrichtungen in ihre Gewalt gebracht. Sie haben sich verschanzt und löschen Daten auf deinem Computer. Dringe in die Einrichtung ein und finde einen Weg, ihre Blockade zu umgehen. Hm, meinetwegen. Das klingt zumindest, als wären wir nicht mehr draußen, sondern irgendwo drinnen. Okay. Oh. Und es sind auch nur Menschen, das ist doch... aber ziemlich begabte Menschen. Fuck, wie soll ich den da oben dann treffen? Ich kann da ja nicht hochspringen. Kackmist. Kann ich hier hoch? Fuck doch die Bitch ab. Ja, richtig. Am besten einfach immer schießen, nicht überlegen. Aber ich kann die von hier nicht treffen, oder? Oder doch? Ah, ich kann die tatsächlich treffen. Schau mal einer an. Oh, schön, dass der wieder respawnt ist. Richtig schön. Okay, das war anscheinend eine Tür. Also dieses Spiel versteht das auch einfach nur scheiße auszusehen. Ja, richtig. Natürlich ein Flammenwerfer. Oh Gott, das ist so ein Kackspiel. Das ist unglaublich, ey. Und dass sie dafür echt so eine Jurassic Park Lizenz gekriegt haben. Das kann einfach nicht sein. Ne? Vor allem diese Story ist auch irgendwie voll. Das hat gar nicht so mit dem Jurassic Park zu tun, wie ich es kenne. Also ihr habt hier diese... Du bist halt so ein Typ auf dieser Insel und hast hier dieses Biosyn und...
Biosyn kenne ich zum Beispiel aus den, oh, jetzt habe ich wieder Ja gemacht. Leck mich doch am Arsch, ey. Na gut. Aber das sah machbar aus. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir jetzt mal einen zweiten Versuch starten. Aber Biosyn sagt mir nichts. Wie hieß das denn? InGen hieß das. InGen hieß das in Jurassic Park. Ich kann auch so querschießen. Guck mal, das wäre auch gar nicht so schlecht, ey. Es gibt doch bestimmt irgendeinen richtig geskillten Typen, der da. Kann ich da vielleicht auch. Na gut. Irgendeinen geskillten Typen auf YouTube, der wahrscheinlich so einen richtig fehlerfreien Walkthrough dazu gemacht hat. Aber ich. Alter, der ist so unmöglich, Platz zu machen, der Typ, ey. Hammer. Einfach nur Hammer. Was ist das für ein Kackmenü? Du drückst weiter, weil du willst, dass diese Scheiße weggeht und dann gehst du gleich auf Ja. Ja, toll, hier im Pause-Menü kannst du auch nichts machen. Auch richtig gute Menüführung. Naja. Ja, gut, das kann ich dir aber nicht vorwerfen. Das ist typisch SNES-Style. Menüs, wer braucht sowas? Einfach nur unnötig. Aber wir können zumindest den Flammenwerfer-Typen nochmal probieren. Ich meine, vielleicht war ich auch einfach nur scheiße. Vielleicht muss ich. Vielleicht ist das Geheimnis tatsächlich so ein bisschen auf Abstand zu halten. Okay, es hat tatsächlich geklappt. Oh, okay. Die sind aber zu schnell, die laufen einfach durch dich durch, ey. Oh, Alter, ey. So. Das ist echt voll die billige Kontrakopie, muss ich schon sagen. Ja, genau. Ich komme rein und werde gleich angeschossen. Das erinnert mich ja wieder an diese eine Stelle in Out of This World. Kann er mal bitte sterben? Was war das jetzt? Einfach ein sinnloser Raum, oder was? Hier muss doch irgendwas sein. Ah, toll. Oh, hier ist eine Treppe. AKA eine Leiter. Wie benutze ich diese Leiter? Springe ich da? Ah ja, ich springe da einfach dran. Oh ja. Ich war noch ein bisschen schockiert von dem Typ mit dem. Ist das herrlich. Ich war ein bisschen schockiert bei dem Typen mit dem Raketenwerfer. Mit dem. So, diesmal warten wir aber mal ab hier bevor, ne? So, einen können wir noch. Was nehmen wir denn da? Ja, hallo? Hohe Ptero. Suche und vernichte klingt wieder so. Schütze den Gallimimus. Das hört sich nach so einer Begleitquest an. Was mag ich? Ich nehme mal das hier. Hohe Ptero. Durch einen schweren Sturm wurde die Funk. Oh Gott, diese Schrift ist einfach unmöglich. Wurde die Funkantenne, die für die Verbindung mit dem Festland benötigt wird, beschädigt? Dies hat zu großen Unterbrechungen in deiner Versorgung geführt. Nee, deshalb muss die Satellitenantenne repariert werden. Der Weg zu der Antenne führt über einen hohen und gefährlichen Pfad entlang der Klippen, an deren Fuße vermutlich auch Biosyn lauert. Wer auch immer das ist. Wahrscheinlich irgend so eine böse Biogenetikfirma, irgend so was. Das fängt ja schon mal richtig gut an. Aber das ist schon wieder so ein Scheiß. Ey, sorry, ich find das voll schwer gegen die. Warum alle Missionen sind hier gleich? Ich dachte jetzt so, oh ja, cool, Huoptera, da hat man vielleicht mal. Dass man gegen ein paar von diesen Flugsauriern antreten muss, aber nix da, ey. Du hast hier wirklich die gleichen Scheißraptoren, die dir das Leben schwer machen und. Oh. Wisst ihr was? Ich höre jetzt hier auch auf. Tön, 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 tön. Kack-Game. Spielt es bloß nicht. Also ganz im Ernst, da ist sogar der erste Jurassic Park. Der erste Jurassic Park, Spiel besser. So, mit diesen Worten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios!